So, ja, hi erstmal und damit herzlich willkommen zurück hier bei T-Forest. Ja, und heute ist der Tag endlich gekommen. Wir gehen heute ins Schneegebiet. Das wird bestimmt sehr, sehr aufregend werden für uns. Und ja, wir sind ja natürlich hauptsächlich auf der Suche nach der Flare Gun, aber wir werden bestimmt auch das ein oder andere Secret dort bestimmt entdecken. Und das wird ja gerade dunkel, glaube ich. Das heißt, es lohnt sich jetzt in meinen Augen noch nicht loszulatschen. Da würde ich eher lieber am Morgen oder so hingehen, aber abends ein bisschen schlecht irgendwie. Also sehen wir halt auch ein bisschen mehr vom Schneegebiet, ne? Da würde ich mal sagen, warten wir noch. Da oben auf dem Berg sind natürlich auch so Zelte, wo man auch schlafen und speichern kann, natürlich, ne? Aber die sind halt nicht an jeder Ecke, ne? Das ist, wir müssen dann immer wieder mal gucken. So. Warten wir noch kurz und dann kommen wir hoffentlich. Gerade nichts los draußen. Ich glaube, den Grill brauche ich erstmal gar nicht anwerfen. Wir haben ja so noch ein bisschen Fleisch im Inventar. Ach komm, wir gehen jetzt einfach schlafen. Ist, glaube ich, schon dunkel genug. Natürlich konnten wir wieder nur bis Nacht pennen. Das war wieder so klar gewesen. Na, verdammt. Da müssen wir scheinbar doch in der Dunkelheit dahin gehen. Mal gucken, wie es wird. So, da steht unser Wagen, aber wir gehen natürlich weiter. Eingeborene werden wir bestimmt auch im Schneeland antreffen, kann ich mir gut vorstellen. Wir schauen einfach mal. Okay, dann müssen wir einfach nur hier hoch und da ist es nämlich auch schon. Da beginnt es. Der Tag wird eh bald anbrechen. Also, ja, bald. Aber das Gute ist, sie frieren es ab sofort nicht mehr. Auch wenn wir jetzt hier oben sind. Ah, stimmt. Weißt du, was auch hier oben ist? Ein Pistolenteil. Das können wir gleich besorgen. Das können wir gleich mal machen. Das ist nämlich bei dem See hier. Stimmt. Damit wir das nicht vergessen, weil die Pistole wollten wir auch zusammen noch. Wollen wir auch nochmal zusammenstellen. Oh, das ist noch ein guter Pilz. Den esse ich gleich mal. Ach ja. Wer kann sich noch an Staffel 6 erinnern, wo wir hier oben gebaut haben? Das war super hier. Da haben wir auf dem See gebaut. Also wer will, kann da ruhig gerne mal reinschauen bei mir in Staffel 6. So. Da sind gelegentlich auch mal ein paar Herren und so hier vorbeigekommen. Ne? Oh, jetzt aber schnell weg hier. Boom. Alter, der Baum. Okay. Also wirklich krass, mega viel wird man jetzt hier oben natürlich auch nicht sehen, das ist ja klar, aber ein bisschen gibt es hier schon was zu entdecken, auf jeden Fall. Habe ich eine Schildkröte eigentlich da? Ah, nee, schade, weil sonst hätten wir runterrutschen können. Also wir hätten die Schildkröte dann als Schlitten verwenden können, das wollte ich sagen. Aber haben wir leider gerade nicht. Mann, da fühlt man sich gleich wie bei The Long Dark. Da muss man irgendwie auch so Winter und sowas überleben. Aber jetzt können wir uns eigentlich mal das Schneegebiet mal ein bisschen genauer angucken.
Ach, das ist ein Reh, guck mal. Ja, stimmt, Rehe gibt es natürlich auch hier oben. Rentiere allerdings leider nicht. Rentiere wären ja auch mal geniale Tiere, ne? Für Forest. Oh, da drüben ist ein General. Wir sind in der Patrouille wieder unterwegs. Und hier haben wir einen Fluss, wie man sieht. Boah, hier könnte man auch super eine Base bauen hier an der Stelle, ne? Ich glaube, das sind 4 oder 5 Leute davor. Ich bin mir jetzt nicht so sicher. Der geht dann mit seinen komischen Kerzen lang. Oder mit seinen Schädellampen halt. Aber ich hätte gesagt, ne, wir werden hier Eingeborene treffen. Da gehen sie weiter. Oh, es fängt auch schon wieder an zu schneien. Ah ja, stimmt, da wir ja heute ein bisschen unterwegs sind, kann ich ja vielleicht mal wieder so eine Sache mal wieder auspacken. Ich glaube, es wird jetzt demnächst eine Nintendo Direct kommen. Ich glaube am 7.2. oder so, weil ich habe da irgendwas gehört. Und ja, da stellt sich natürlich wieder mal die Frage, was wird so noch für die Switch kommen, ne? Weil die Switch ist so eigentlich, ja, wenn man so will, fast am Ende eigentlich. Und, ah, es wird das hell. Ach, guck mal, das ist ein Wildschwein. Na, guck mal an. Es wird. Oh. Alter, das will mich angreifen. Aha, ich hab dich. Ja, es wird vermutet, dass ein neues Donkey Kong mal kommen sollte. Weil es kam ja, glaube ich, seit Ewigkeiten keins mehr. Dann, was war da noch so gewesen? Ich habe jetzt nur was wegen so einem Donkey Kong gehört und dann wegen irgendeinem Metroid, glaube ich. Oh, hier ist ein etwas dicht bewachsener Teil des Schneewaldes. Interessant. Oh, da drüben sind Ureinwohner. Okay, wo gehen die hin? Die gehen jetzt hier nach oben und bauen bestimmt Totems, ne? Oder was machen die da? Ach so, jetzt kommen sie wieder nach unten. Also jetzt ein neues Mario oder so macht das, glaube ich, keinen Sinn, weil das hatten wir schon bekommen gehabt, ne? Mit Mario Bros. Wonder. Ach hier, guck mal, das haben sie schon hingestellt. Dachte, jetzt stellen sie noch weitere Dinger hin. Alter, wie viele haben sie denn hier hingepackt? Sehr bedrohlich. Alter, hier sind übertrieben viele. Ist es hier der Haupttreffpunkt von denen hier in der Gegend oder was ist da los? Ich weiß es nicht. Also neues Mario macht das in meinen Augen nicht wirklich Sinn. Also wenn was für Mario kommen könnte, dann vielleicht neues Mario Party. Wobei wir eigentlich schon zwei für die Switch haben. Aber was könnten denn noch so für Neuheiten kommen? Ich weiß es gar nicht, weil so den Großteil hat man ja für die Switch schon. Smash Bros. Haben wir. Und ich weiß es ja gar nicht. Also wir lassen uns einfach mal überraschen. Und dann kann ich euch das ja verkünden, was denn so für große Titel für die Switch angekündigt werden. Oder generell so für die Zukunft. Bei Nintendo Direct. Das kann ich euch ja dann berichten. Guck mal, da unten ist sogar noch ein Teich. Sehr schick. Aber die kommt dann irgendwie so am 7.2. so ungefähr, glaube ich. Dann dürfen wir mal gespannt sein, was so alles kommt. Aber ein neues Donkey Kong, obwohl Donkey Kong Tropical Freeze habe ich ja. Und das war ja auch das letzte Donkey Kong, was herauskam. Aber die Fans von hätten Neues, ne? Also ich bin ja an sich ja kein riesiger Donkey Kong-Fan, ne? Gebe ich zu. Aber für die Fans wünsche ich mir das schon sehr, dass sie ein neues Donkey Kong bekommen sollten. Bin ich der Meinung. War auch sehr interessant hier. Hier gibt es auch so versteckte Ecken immer.
Und das da drüben sieht auch irgendwie sehr interessant aus. Waren da nicht irgendwie sowas wie. Ich wollte schon gerade sagen, da waren doch sowas wie mit wie Zelte, glaube ich, mal gewesen. Und ja, ich hatte recht. Tatsächlich. Das ist schon krass, ne? Der hat es wohl nie wieder weggeschafft, hier der Herr. Einsam und verlassen. Da haben wir noch ein paar Flares. Aber die können wir eh gleich gut verwenden, weil wir kriegen ja gleich unsere Flare-Gun. Okay. Aber krasses Secret hier. Muss ich schon sagen. Okay, dann gehen wir mal weiter. Weiß nicht, wenn ihr so gerne Nintendo Switch oder sowas spielen solltet, hättet ihr irgendwie so Erwartungen, was vor euch noch so kommen könnte? Ein neues Zelda zum Beispiel, wenn er nur so Remakes, zum Beispiel Twilight Princess oder so, für die Switch oder The Wind Waker habe ich irgendwie gehört. Aber so ein komplett neues Zelda macht das keinen Sinn, weil wir haben schon TOTK. Also wenn, der macht nur ein Remake irgendwie Sinn. Ja, aber weitere Sachen fallen mir jetzt ehrlich gesagt jetzt auch nicht wirklich ein, weil, naja, wir haben schon gefühlt was alles eigentlich. Ach, guck mal, da ist die Kanzel. Aber wir gehen mal weiter in die Richtung, weil da sind wir, ja, haben wir noch nie wirklich gemacht, nur ganz selten mal, glaube ich. Und wenn, das auch schon Ewigkeiten her. Ah, stimmt, es gibt ja noch das Pilotenoutfit hier. Das sehen wir gleich mal an. Ist richtig cool, das Ding. Also, ist ein bisschen Schnee, ich dachte schon. Da ist das geile Teil. Und guck mal. Da sind wir mit unserem Sohn. So, aber das Winterwams sollte er weiterhin tragen, der Herr. So, jetzt können wir nämlich alle hier reinmachen. Aber den Zahn natürlich nicht, ne? Den sollten wir wieder rausnehmen. Da sind auch schon die Herren. Oh, den scheint das wohl nicht mehr so gut zu gehen. Wenn man das Ende von Forest durchgespielt hat, das alternative Ende, dann kommt man nämlich hier drüben aus einer Höhle raus. Ich glaube, es dürfte dort vorne sein. Das ist halt direkt hier neben der Kanzel, ne? Oh ja, das sieht schon brutal aus. Guck mal, da kannst du es nochmal genauer angucken. Ja, der sieht schon brutal aus, der Mann. Brutal zugerichtet. Da unten haben wir ein fettes, freies Feld, wie man sieht. So, man würde denn irgendwo hier drüben dann ungefähr rauskommen? Natürlich. So. Ja, irgendwo hier halt, ne? Oder so da drüben. Irgendwo hier kommt man schon raus. So, ich weiß gar nicht, ob man jetzt da nach oben kommt, weil da ist nicht meistens auch eine Alpha-Wand. Ich kann ja mal ausprobieren, weil wir haben ja unsere Kletteraxt hier. Okay, bei denen geht es schon mal nicht, dann kommt man da nicht hoch scheinbar. Okay, alles klar. Boah, mal hier ein Flugzeug hier zu bauen, wäre auch interessant, aber du hast nur das Problem. Hier sind keine Wasserquellen. Hier ist kein Teich, hier ist kein gar nichts. Das heißt, du bist eigentlich am Arsch hier oben, ne? Also die einzige wirkliche Stelle, wo es sich wirklich lohnt zu bauen im Schneegebiet, ist halt wirklich der See, ne? Also so die anderen Stellen, sobald hier kein Teich ist oder sonstiges, bist du geliefert. Mal gucken, was sagt die Karte so? Ja, wir bewegen uns langsam gegen Map-Rand. Da wird es auch schon wieder ein bisschen grüner da unten, wie man sieht. Ja, wir können mal gucken, wie es hier generell so aussieht. Ja, sehr interessant hier. Ah, und das ist ja dieser Geheimstrand, ne? Wo ja gefühlt fast niemand hingeht. Und dann haben wir noch so eine kleine grüne Ecke. Also generell da. Huch, da wird es generell ein bisschen grüner. Ich schaue mich mal hier drüben nach oben, weil hier oben
Muss ich gestehen, bin ich so gut wie noch nie lang gelaufen. Hier hinten in dieser Ecke. Das will ich mal gerne mal machen. Weil das gefühlt der Punkt, der gefühlt am Arsch der Welt ist. Den besucht wirklich gefühlt gar keiner. Nicht der mal Eingeborenen lassen sich hier oben auch so gut wie nie wirklich blicken. Würde ich mal vermuten. Hier auf diesem Plateau. Aber man sieht schon, wie groß es ist, ne? Aber hier eine Base zu bauen, halte ich für, weiß nicht, ein bisschen schwierig, ne? Also ja klar, das ist halt natürlich die oberaffengeile abgelegene Ecke, ne? Die kennt halt keiner, aber naja, schwierig mit so wenig Bäumen, ne? Ja, und hier sind schon Ende, ne? Und da geht's eigentlich sogar im Grunde genommen sogar noch weiter, aber da ist halt auch irgendwann so eine Alpha-Wand natürlich. Ich würde mal sagen, wir gehen mal ein bisschen in die Richtung, gucken uns auch nochmal den Teil da noch an. Ja klar, das Schneegebiet geht auch noch in die andere Richtung, auch noch ein bisschen weiter. Also das ist halt schon ganz schön groß hier. Ach, na toll, abgelaufen. Bis auf das hier. Das kann man noch essen. Habe ich gerade gesagt, hier kommen keine Eingeborenen hin? Doch, kommen sie. Na gut, wir sind ja im Hard Mode. Ich weiß gar nicht, von wo der Schrei jetzt herkam. Von da hinten, oder? Ich weiß es nicht. Der kann auch von da unten gekommen sein. Oh, shit. Oh, okay, das war jetzt ein bisschen riskant. Oh, hier gibt es sogar Rehe, alles klar. Aber ich kann es gar nicht genau so wirklich orten, wo der Schrei gerade herkam. Von mir sieht halt auch niemanden, ne? Hier ist gar keiner. Ich hab's halt nur gehört. Ich denke mal, den Strand, den gucken wir uns in der nächsten Folge vielleicht mal an. Würde ich mal sagen. Das ist übrigens auch der Strand da unten, wo Tobi und Gronkh das erstmal auf diesen, auf Dildodani getroffen sind, diesen Wurmmutanten. Okay, wird's auch wieder ein bisschen grüner tatsächlich. Okay. Aber wir bleiben mal ein bisschen weiter hier oben. Wer weiß, was wir hier noch so alles finden. An Kleinigkeiten. Also was Großes wird man jetzt hier auch nicht mehr finden, aber so kleine Dinge halt, ne? Vor allem, weil ich halt. Ich laufe halt auch so selten lang hier, ne? In dieser Gegend. Vielleicht gibt es da nochmal irgendwie so einen kleinen Teich oder einen See oder ja, ich weiß gar nicht was. Aber die Gegend finde ich auch recht interessant hier irgendwie. Muss ich sagen, also die hier. Was haben wir da unten so? Ach, da haben wir noch einen kleinen Teich scheinbar. Ja, und dann ist hier ein etwas dichterer Wald mal wieder. Könnte man eigentlich auch super eine Base bauen, bin ich der Meinung. Okay, der ist schon ganz schön tief runter hier. Oh, was haben wir denn da oben? Ich dachte schon, er wäre ein Zelt. Nee, das war nur so ein Busch wieder. Ach, guck mal, wo wir sind. Wir sind hier beim Krokodilparadies wieder angelangt. Und ich glaube, das war die Stelle hier, wo ich mal früher mit einem Kumpel ganz lange gebaut habe. Da war hier nämlich irgendwo mal ein Teich oder. Ja, hier. Das müsste der gewesen sein. Ja, doch, dann kenne ich die Stelle von früher noch hier.
gucken, was befindet sich denn hier oben so? Haben wir nochmal so einen kleinen Berg? Oh, was haben wir denn hier? Ein Zelt. Also das andere war ein Busch, aber hier haben wir doch ein Zelt. Alles klar, und da geht es da auch wieder runter. Ja gut, dann würde man sagen, machen wir von hier aus dann in der nächsten Folge weiter. Mit unserer restlichen Schneetour noch. Und ja. Da würde ich sagen, sehen wir uns dann da hoffentlich wieder. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Abo, einen Daumen nach oben oder auch einen Kommentar. Da würde ich mich immer, wie immer, sehr freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao, ne?